So, herzlich willkommen, hier ist als erstes Mittelgewicht, erster Kampf, hier ist Thomas Piccirillo aus Köln, Deutschland, from Cologne, Germany. Technischer Leiter bei diesem Abwiegen Hagen Döring, Delegierte ist Beate Pöske. Dose, Thomas? 71,6 Kilogramm, 71,6 Kilogramm. Und als nächstes, als zweiter, wir rufen auf von Berlin, Germany, aus Berlin, Deutschland. Please welcome, hier ist Adam Ankarov. Kilogramm, 72,3 Kilogramm. Es gibt kein Face-to-Face. In die Kameras und nach vorne gucken und Boxstellung. Jawohl! There is no stare down this time, just the picture with the two fighters for tomorrow. Kein Handshake, kein Handshake. Alles klar. Gut. Danke. Danke, thank you very much. Wir kommen nun zum zweiten Kampf. Now the second fight of tomorrow. It's gonna be 8 rounds of boxing in the super welterweight. 8 Runden im halben Mittelgewicht erwarten uns morgen im zweiten Kampf. Und introducing first, als erstes, am Weg zum Weigh-in, please welcome, hier ist Said Rahimi. Said Rahimi aus Hamburg, Deutschland, from Hamburg, Germany. Sein Profi-Record, his professional record, 11 fights, 9 knockouts and 4 defeats. So 11 victories, 9 knockouts, 4 defeats. 15 Kämpfe dabei, 11 Siege und 9 knockouts. Super welterweight is up until 154 pounds. Halbmittelgewicht bis 69,853 Kilogramm. Kilogramm, 67,8 Kilogramms. Please wait here. Einmal da bleiben, bitte. And coming up next, from Berlin, Germany, aus Berlin, hier kommt Haro Matebosyan! Bisher 10 Kämpfe, 10 Siege, 6 KOs, 10 Fights with 10 Victories and 6 Knockouts. Geh auf die Waage und guck zur Kamera. Nicht zu mir. Voll. 69,0 Kilogramm. And now also we have a picture of both. Gemeinsam hier kein Stare Down, sondern einfach ein No Handshake. We're gonna let the fists talk tomorrow. Morgen sprechen dann die Fäuste. Dankeschön, thank you very much. Und wir kommen nun zum dritten Kampf. Das ist ein Kampf im Cruiserweight. 8 Runden, 8 rounds of Cruiserweight tomorrow. Please welcome first from Frankfurt, Germany. Als erstes aus Frankfurt, Deutschland. Hier ist Rad Rashid. Rad Rashid, insgesamt 25 Kämpfe absolviert, 25 Fights, 18 Victories,
14 Knockouts, 18 Siege, 14 davon durch K.O. Im Cruiserweight ist bis 200 Pfund, 90,72 Kilogramm, up to 200 Pounds, 90,72 Kilograms. 92,3 Kilogramm. And on the other side, auf der anderen Seite, herzlich willkommen, hier kommt Arthur, the Thunderman Mann. Aus Hannover, Deutschland, von Hannover, Germany. He has a professional record of 17 fights with 16 victories and 8 knockouts. Bisher 17 Profikämpfe, 16 davon hat er gewonnen, 8 davon durch K.O. Am Weg zur Waage, Arthur, der Thunderman, Mann. 92,7. Moment. 92,7 Kilograms. Auch hier gemeinsam ein Foto noch. Aber nicht zueinander, sondern nur zur Kamera schauen. Gemein. Ja. Pose bitte. Fäuste nach vorne. Oder Pose, ja. Vielen Dank, thank you very much, Rod Rashid and Arthur, the Thunderman, Mann. Wir kommen nun zum vierten Kampf. Ladies and gentlemen, we come to fight number 4. 8 rounds of middleweight boxing. 8 Runden im Mittelgewicht. Introducing first, als erstes, am Weg zur Waage, aus Düsseldorf, Germany, from Düsseldorf, Germany, here is Jay Spencer. Bisher 12 Kämpfe als Profi absolviert, dabei 11 Siege, 7 davon durch K.O. 12 professional fights, so far 11 victories, 7 knockouts. Jay Spencer, am Weg zur Waage, umdrehen, zur Kamera schauen. Ja. 72,5 Kilogramm, 72,5 Kilogramm, Jay Spencer. Sein Gegner morgen, wir begrüßen, introducing, from Cologne, Germany, aus Köln, Deutschland, hier ist Yama, the Hammer Saidi. Yama Saidi, bisher 17 Kämpfe absolviert als Profi, dabei 16 Siege und 7 Knockouts. 17 professional fights on his record, 16 victories and 7 knockouts. Kilogramm, 72,4 Kilogramm. Bitte einmal dann auch nebeneinander. Foto nebeneinander, kein Fest und Fest. Wollt ihr einmal hier gucken? Okay, auch kein Handschuh. Vielen Dank, thank you. Thank you, Jay Spencer, Yama, Saidi. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, we now come to the first weigh-in for a title fight. We got 3 title fights tomorrow. This is the first one. Wir haben morgen 3 Titelkämpfe. Der erste davon, hier geht es um den BDB German Title. For the BDB German Title in the middleweight. Ladies and gentlemen, please welcome, meine Damen und Herren, wir begrüßen aus Hamburg, Deutschland. Here is
Alexander Pavlov. Klaus, hier ist der Gürtel. Ja, wo ist der Kameramann? This is the vacant BDB German title, der vakante BDB, Bund Deutscher Boxer, Titel, um den es morgen hier geht, im Mittelgewicht. 10 Runden, Alexander Pavlov bis jetzt 10 Kämpfe, 10 Siege, 8 K.O.s. 10 Fights. 10 victories, 8 knockouts, that is the impressive professional record of Alexander Pavlov. Kilogramm. Einmal hier warten. Sein Gegner morgen, his opponent, from Wuppertal, Germany, aus Wuppertal, Deutschland, hier ist Vincenzo Il Capo Gualtieri. Auch sein Profi-Rekord ist beeindruckend, also professional. An impressive professional record, 14 fights, 14 victories, 7 knockouts. In 14 Kämpfen ebenso viele Siege und 7 K.O.s. Kilogramm. Auch hier ein gemeinsames. Kamera, kein Face-to-Face, kein Handshake. Wir gucken ein bisschen näher, ein bisschen dichter. Aber Alex, ein bisschen rein rüber noch. So, super. Sekunde. So. Jetzt. Ah, der Gürtel, das ist das Entscheidende. Das ist das Müll. Das Objekt der Begierde, um das geht es morgen. Der BDB-Titel, BDB German Title, Middleweight. Oh, Klaus. Jetzt hat's. We're excited for the first title matchup tomorrow. Der erste Titelkampf morgen. Dankeschön. Danke, Alexander Pavlov. Vincenzo, an dich noch, habe ich noch ein, zwei Fragen. Zieh dich noch mal. Wie gesagt, morgen ab 18 Uhr. Bild TV überträgt live Deutschland, Österreich, Schweiz. And also we're gonna be worldwide watching in China, in Latin America, ESPN, Latino Americano, then in Denmark, also in Ukraine and Slovenia. So we're looking forward for a crowd that is gonna be very big tomorrow. So get excited. We are finally boxing is back in Europe. Während wir jetzt noch hier auf Vincenzo Gualtieri warten, auf ein, zwei Fragen für morgen. Er ist ja auch ein Athlet aus dem Argon Boxstall. Dieser Kampf hätte eigentlich schon vor 2 Monaten stattfinden sollen in Wuppertal. 2 months ago, this fight was supposed to happen in Wuppertal, then Corona came, and now, tomorrow, we have the long-awaited fight. Morgen geht es dann wirklich darum, worauf wir lange gewartet haben. Endlich wird der deutsche Titel vergeben. Vincenzo, morgen ist es soweit. Zunächst mal nicht in Wuppertal, aber in Berlin. Der Gegner ist derselbe. Wie haben sich die 2 Monate zusätzliche Vorbereitungszeit für dich ausgewirkt? Man kann es positiv auf jeden Fall sehen. Wir konnten mehr an unseren Schwächen arbeiten, um die aufzubessern, die Stärken, um noch stärker zu machen. Wir sind guter Dinge und werden morgen den Titel holen. Das ist ja schon mal eine Ansage. Mit welchem Gefühl gehst du da hinein? Weil dein Gegner ist ja doch
ein hartes Brett, ja? Also wie gehst du mit dem um? So first of all, he is very happy and he used the 2 months really, really good that he got his extra preparation. And now the question is for tomorrow, what is the feeling? Because he's got a tough opponent. Also wie ist dein Gefühl? Also ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl, weil wir super trainiert haben. Wir haben zuletzt auch noch Sparring gemacht und alles. Wir haben uns auf den Gegner vorbereitet. Wir haben uns Videos angeguckt und deshalb sehe ich keine Gefahr für morgen. Vielen Dank, alles Gute für morgen. Toi, toi, toi. Thank you very much. Vincenzo, so he has a good feeling. He did some extra sparring rounds and he is excited and he has a good feeling that he can win the title tomorrow. Coming up next, another title fight. Als nächstes der nächste Titelkampf für den EBU-EU-Titel, for the EBU European Union title. In Middleweight, 12 rounds of boxing, 12 Runden Mittelgewicht boxen. Als erstes begrüßen wir am Weg zur Waage. Please welcome, here is Martin Arsoumanian. Martin Arsoumanian aus Stein, Deutschland, from Stein, Germany. Overall, 11 professional fights, 9 victories, 4 knockouts and 1 draw. Also insgesamt 11 Kämpfe als Profi dabei, 9 Siege, 4 davon durch K.O. und 1 Unentschieden. Morgen geht es um den EBU-EU-Titel. Er ist auch regierender GBU International Intercontinental Champion, reigning GBU Intercontinental Champion. 26 years young, 26 Jahre jung. Richtig draufstellen. 72,5. 72,5 Kilograms, 72,5 Kilo. Erster Herausforderer, bitte hier. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, please welcome the reigning defending champion. Meine Damen und Herren, der regierende Titelverteidiger. Hier ist aus Berlin, Deutschland, von Berlin, Germany, Björn Schicke. His professional record, 16 victories, 7 knockouts and 1 draw. Insgesamt 17 Kämpfe, dabei 16 Siege, 7 K.O.s und 1 Unentschieden. Er ist regierender EBU-EU-Champion, verteidigt morgen erstmals den Titel. 32 Jahre jung. 72,1. 72,1. Kilogramm, 72,1 Kilogramm. Auch jetzt noch nebeneinander hier, das ist der EBU-Title, der Europameistertitel, der European Champion. Vielen Dank, danke, kein Handshake, danke Martin. Björn, ich habe dann noch an dich 2 Fragen. Entweder so oder wie du möchtest. Ja? Ja, dann ziehst du das an. Also, we got 2 questions for the reigning EBU champion tomorrow. First time he will defend his championship. So, it's going to be a special matchup for him. And he's a big fan of stare downs usually at the weigh-in. So, today, no stare down. Björn, du bist ja ein großer Fan von Stare-Downs beim Weigh-In, ja. Wo du ja schon deine Gegner regelrecht psychologisch fertig machst. Fehlt dir das heute? Nein, eigentlich nicht. Das ist alles gut, ja. Okay, so it's all good. It's not missing for him, the Stare-Down. Für morgen alles bereit. Deine erste Titelverteidigung. Genau. Wie wird es für dich sein? Ja, wird gut sein. Ich bin auf jeden Fall bereit. Mal gucken, wie es ist, ohne Publikum zu boxen. Aber ich bin fit und ich freue mich auf den Kampf. Alles klar, so he is ready for tomorrow. Let's see how it is without audience to box, but he is ready to fight and he's looking forward for a big fight. Yes. Deine Prognose? Sieg. Ja, victory. That's it. Vielen Dank, toi 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 für morgen. Alles Gute. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, we're now coming to the main event. Wir kommen jetzt zum
Morgen Hauptkampf und da geht es um den WBO International Title for the WBO International Title. Meine Damen und Herren, please welcome the challenger. Wir begrüßen den Herausforderer from Saint-Saint-Denis, France. Here is Howard Guadaboy Cospolite. Aus Saint-Denis. Insgesamt hat er bereits 28 Profikämpfe absolviert, dabei 18 Siege, 6 K.O.s und 3 Unentschieden. His professional record, 28 fights, 18 victories, 6 knockouts and 3 draws. This fight is for the super welterweight. Das ist ein Kampf, 12 Runden im Halbmittelgewicht. Kilogramm. And now introducing on his way to the scale und jetzt am Weg zur Waage, zum Weigh-in, the defending champion. Hier ist der Champion, former WBA Champion of the World, reigning, defending WBO International Champion. Please welcome, hier ist Jack, Golden Jack Kulkai. Sein Profi-Record, insgesamt 31 Kämpfe, dabei 27 Siege, 13 K.O.s. His professional record, 31 fights, 27 victories, 13 knockouts. Kilogramm. Auch hier nebeneinander, kein Steron, no Steron, just to the cameras, just to the cameras. And pose. Merci beaucoup. Aber du kannst dir ruhig was anziehen, wenn du möchtest. Merci. Also here we have a fascinating story, because actually the trainer of Howard Cospolite, the coach, he was already the coach for another opponent of Jack Kulkai, and we're going to ask him about that. That was back in December 2014. And that was against, it was back then for the European Championship. Also im Dezember 2014, da gab es schon mal einen Fight um den Europameistertitel von Jack Kulkai gegen einen anderen Schützling vom Trainer von Howard Cospolite. Und wir werden jetzt gleich mal fragen, was das für ihn bedeutet, wenn er gleich fertig ist. Jack, 2014 im Dezember, da gab es einen EU-Kampf damals, einen gegen Karim Merudi, den du gewonnen hast. Ja. Und sein Trainer war der gleiche Trainer wie jetzt der Trainer von Howard Cospolite, Eric Tourmont. Ist das etwas für dich, wo du sagst, das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Stil, da kannst du was von mitnehmen, weil er sagt, er weiß natürlich, wie du kommst, also wie du boxst. Was bedeutet das für dich? Das war auf jeden Fall schon länger her, also deswegen kann ich mich eigentlich nicht mehr so daran erinnern, aber ich habe bestimmt den Kampf dann nach Punkten gewonnen, glaube ich. Es ging nur über die 12 Runden, ansonsten kann ich mich nicht so daran erinnern. So, okay, so his memory back then in 2014 is already a bit gone, but still he remembers that he won the fight, and so
basically it's a good omen for tomorrow. Also es ist ein gutes Omen für morgen, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Was erwartest du dir jetzt eben direkt davor, morgen Titelverteidigung für den International Champion? Also ich bin bestens vorbereitet für den Kampf. Wir haben gut dafür trainiert, viel Sparring gemacht und wir waren schon vorher schon im Training. Ja, nach Corona waren wir auch schon im Training und deswegen bin ich gut vorbereitet für den Kampf. Es wird ein schwerer Kampf, für den Gegner ist unangenehm zu boxen, aber da muss man durch. Wenn man um die Weltmeisterschaft boxen will, irgendwann mal muss man auch solche Leute schlagen. It's gonna be a hard fight tomorrow and he knows it, but still he practices a lot and he is confident that tomorrow he will win and to box again for a world championship. All the best, alles Gute an dich für morgen und toi 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 und dann schauen wir morgen. Danke. Dankeschön. Thank you very much for watching. Tomorrow, 6 p.m. European time. That means, for example, wherever you are in the world, of course, your time zone in UK, that would be 5 p.m. or, for example, in the east coast of the US, like in New York, that would be at high noon. Or even if you're watching in Latin America, it could be even before that. So let's see, wherever you're watching this tomorrow, enjoy, have fun, boxing is back. Boxen ist zurück, morgen geht's los, 6 Uhr, 18 Uhr natürlich. Ja, da ist dann der erste Kampf und dann natürlich auch die insgesamt 7 Kämpfe mit 3 Titelkämpfen. Wir freuen uns auf eine richtig tolle Gala, Argon Box Gala, morgen. Seid dabei, Bild TV ist live drauf. Bis dann, schönen Abend.